Hallo Freunde, hier ist der LevisCard12 mit einem frisch geschaut Video. Und zwar habe ich mir gerade die Blu-ray von Ratchet und Clank reingezogen. Den PlayStation-Held habe ich auf der Xbox One da drüben angeschaut. Gut, muss jetzt nichts heißen. Ich hätte es mir auch auf der PlayStation 4 angeschaut, wenn da jetzt eine PlayStation 4 gewesen wäre. So, der Film ist ganz, ja, ist ein ganz netter Film, sag ich mal. Die Story ist halt, er möchte ein Held sein und versucht halt in dieses Helden-Squad reinzukommen. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an hier er zum Beispiel an Buzz Lightyear. Man merkt so von den Gesichtszügen von den Superheroes. Man könnte denken, das ist hier Buzz Lightyear. Und ich musste an einer Szene schmunzeln, Freunde, wo er halt in so einem Computer rumhantiert hat und dann plötzlich der PlayStation 2 Bootscreen Musik gekommen ist. Oder war es PlayStation 1? Auf jeden Fall 1 oder 2. Fand ich extrem nice, Freunde. Das war so der einzigste Moment im Film, wo ich halt geschmunzelt habe. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so der Ratchet und Clank Experte. Ich habe die Spiele mal so angezockt, nie so richtig durchgezockt. Deshalb kam es mir so ein bisschen chaotisch vor, die ganzen Waffen und so. Ich glaube, ich muss mir den Film nochmal reinziehen. Aber Fans des Spiels werden sicher Spaß an dem Film haben. Zur Animation. Ihr wisst, ich bin da sehr kritisch und schaue genau hin. Ratchet hätte man vielleicht ein bisschen besser animieren können, das Fell, sage ich mal. Im Spiel, man sieht auch so Szenen im Spiel, vom Spiel, bei den Extras, da sieht man, dass es noch flauschiger ist. Im Film ist es nicht so flauschig. Wohingegen Clank fand ich, ja, ein kleiner Chrom-Kühlschrank, kühl, aber gut animiert. Ja, wie gesagt, er ist so allglatt, hat ein markantes Kinn, sieht wie gesagt aus wie Buzz Lightyear. Und von der Synchro her, Freunde, da hatte ich ja erstmal so Bedenken, weil hier stand, ja, YouTube-Star Ai Blali spricht Zed. Ohne jetzt zu wissen, wer Ai Blali ist, wie seine Stimme ist und ohne zu wissen, wer Zed in dem Film ist, hat man sofort gemerkt, wer Ai Blali halt da gesprochen hat. Man hat sofort gedacht, ja, das ist der bestimmt und das war der auch dann. Denn die anderen Stimmen sind professionelle Synchronsprecher und das merkt man sofort. Ich meine, er versucht's. Dafür gibt's natürlich einen Respekt von mir. Aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht, ich kenne Zed nicht und man hat sofort gemerkt, der ist das, ja. Ist so nicht so, ja, nicht direkt diese berühmte Porno-Synchro, aber das fällt schon auf, Freunde. Im Originalen spricht ein Charakter auch Sly. Das hätten sie besser draufschreiben können sollen. Ja, im Originalen gesprochen von Sly. Ich weiß jetzt nicht, welcher Charakter. Ich glaube, ist hier gar nicht drauf abgebildet. Das ist ein berühmter Schauspieler und auch ein Synchronsprecher. Naja, gut. Die anderen Stimmen, sei es jetzt von Ratchet oder Clank, hat so eine kühle Stimme. Und Ratchet kenn ich zum Beispiel aus der Serie Do-Over, der den Pat synchronisiert hat, den Kumpel von Joel, ne? Daher kenne ich die Stimme. Oder aus dem Spiel Driver San Francisco. Also ein richtig erfahrener und professioneller Synchronsprecher. Und auch die anderen Rollen, wie gesagt, alle professionell, bis auf Ai Blali. Ja, da merkt man, dass er ein YouTuber ist. Okay, ja. Mein Fazit zum Film. Also, wer ein Fan des Games ist, der kann sich das ruhig zulegen, in die Collection tun. Alle anderen können, glaube ich, noch ein bisschen warten. Es ist kein Must-Have, deshalb, also meine persönliche Bewertung, ich sag mal 3 von 5 Sternen. Ich denke, das ist gerecht.
Ich hoffe, dieses frisch geschaut Video hat euch gefallen. Habt ihr den Film angeschaut und wie gefällt euch der Film? Das würde mich mal sehr interessieren, Freunde. Das war's. Ich sag bis demnächst. Bye bye. Ach so, da wollte ich nochmal zu den Extras noch ein bisschen detaillierter eingehen. Habe ich jetzt vergessen zu sagen. Und zwar Entdeckungsreise eines Helden. Da werden halt die Sprecher und Regisseur und sowas im Original Englischen interviewt. Und dann sieht man auch, wie der Iblali da, er wird interviewt und dann, wie er halt synchronisiert. Und Kinotrailer in Deutsch, Original-Kinotrailer. Und was hier nicht steht, Freunde, ist unsere Blu-ray-Empfehlung. Und da dachte ich mir, vor dem Film gibt es so einen Trailer von einem sehr, ja, sieht ziemlich cool aus, so ein animierter Riese und ein Kind, und das sah sehr vielversprechend aus, dass es das nochmal ist, aber Pustekuchen. Denn, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, nimmst die Blu-ray raus und verwendest es als Frisbee am besten, denn der Trailer hat wirklich die, alles Positive irgendwie niedergemacht. Und zwar ein Trailer von Bruder vor Luda mit den ganzen YouTube-Stars, die ich nicht so kenne, und Oliver Pocher. Oh Gott. Da habe ich gedacht, Leute, wie kann man das als Empfehlung für Blu-ray und DVD da draufpacken? Ist der Film jetzt die Zielgruppe YouTuber, also ich sag mal so die jüngere Generation, oder warum macht man sowas? Wie kann man sowas darauf packen? Also ich schaut euch mal den Trailer auf YouTube an. Ich denke, das gibt's da. Leute, das war echt extrem. Muss nicht sein. So. Ansonsten Ratchet & Clank, wie gesagt, ganz okay. Ich sag bis demnächst. Bye bye.